Guten Morgen. Wisst ihr, wo ich heute stehe? Ich stehe heute vor meiner alten Schule. Die 1. bis 4. Klasse habe ich hier verbracht. Und ihr werdet heute etwas entdecken für euch, was ihr hier nicht gelernt habt. Und ich eben auch nicht. Wo kommen all die großen Ideen her? All die großen Ideen, gerade im Technologiebereich, auf dieser Welt. Die meisten kommen aus Amerika. Warum kommen sie aus Amerika? Silicon Valley. Ganz einfach, der Umgang mit Fehlern ist ein ganz, ganz anderer als der Umgang mit Fehlern, den wir hier in der Schule lernen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich frage euch jetzt, was ist das für eine Sprache? Ich komme gerade Auto vorbei. Ich frage euch jetzt, was ist das für eine Sprache? Доброй день. Überlegt, was das für eine Sprache ist. So, da schreibt ihr jetzt zum Beispiel, oder ihr sagt, oder die meisten sagen in diesem Fall, ja, das ist Russisch. So, und das würde in der Schule würde sagen, falsch. 0 Punkt, 1 Punkt. So, nächste Frage. Aber es ist nicht komplett falsch, weil es gibt verschiedene Qualitäten von Fehlern. Denn das Dobro ist zum Beispiel das gleiche wie im Russischen. Aber im Russischen heißt das Доброй день. Das heißt, das wird Dien, also wie ein J davor gesprochen. Und das, wenn man das den sagt oder den, ist das Tschechisch. So, in der Schule hättet ihr einfach 0 Punkte gekriegt. Aber obwohl ihr was gewusst habt. Und das wird überhaupt nicht hier unterschieden in der Schule. So, nun wieder hier zu Hause. Wie kann man nun mit Fehlern umgehen? Ja, man kann umgehen so oder man kann so damit umgehen. Man kann sich daran freuen an Fehlern oder eben darüber ärgern. Das passiert leider. Wir ärgern uns viel zu häufig über Fehler. Warum? Weil wir es, ihr habt es gerade gesehen, in der Schule gelernt habt. Du hast einen Fehler gemacht, 0 Punkte, du bist ein schlechter Schüler, du wirst es nicht weit im Leben bringen und ja, du bist einfach schlecht. Ja, so ist es leider. Entsprechend entwickeln wir ein Desinteresse an Fehlern. Und es geht dann immer, wenn wir an einen Fehler denken, denken wir automatisch an Schuld und auch an Schuldzuweisung. Wenn wir einen Fehler gemacht haben oder einen Fehler entdecken, dann fragen wir uns, sind wir etwa schuld oder ist im Außen irgendwo die Schuld zu suchen, anstatt diesen Fehler als Prozess zu sehen, als Erfahrung. Es wird immer nur ein Schuldiger gesucht. Das ist negativ, emotional negativ behaftet. Warum? Weil es konditioniert ist. Ja? Viele können diesen Begriff nicht mehr hören. Konditionierung. Aber es ist das große Problem. Es ist das weltweit größte Problem, was wir haben. Es gibt kein größeres Problem als Konditionierung. Umweltschutz ist kein größeres Problem. Weil warum wir die Umwelt in erster Linie nicht so behandeln, wie wir sie behandeln sollten, liegt an der Konditionierung. Weil unsere Eltern haben schon irgendwas weggeschmissen, einfach in den Park, und deswegen haben wir es auch gemacht. Und viele andere Sachen. Konditionierung, unser Gehirn, das ist das große Problem unserer Gesellschaft. Also, ja, das ist der Standard. Ja, das ist absolut der absolute Standard in unserer Welt. Wenn also Fehler passieren, werden Fehler negativ gesehen. Absoluter Standard. Was kann man aber nun besser machen? Und das ist genau das, wo es sehr interessant wird. Wo es richtig, richtig interessant wird, weil ihr jetzt eure Konditionierung hoffentlich hinterfragt und neue neuronale Schaltkreise in eurem Körper durch diese Information jetzt ja, verdrahtet und damit zu einem anderen Mensch werdet und die Welt viel positiver wahrnehmen wird und mit viel mehr Chancen. Warum? Weil ihr entwickelt ein Interesse. Ein Interesse. Das ist das, jetzt habe ich es falsch geschrieben. Es ist echt so eine Sache mit Schreiben und Reden gleichzeitig. Interesse. Ja, das ist das, die große Chance, wenn ihr ein Problem oder ein Fehler entdeckt an euch oder ist etwas falsch gelaufen, ihr habt irgendetwas gemacht, was nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat, dann entwickelt ein Interesse. Überlegt, warum ist das so gelaufen, wie das gelaufen ist? Und vor allem, warum habe ich in erster Instanz so gehandelt, wie ich gehandelt habe? Weil dann entdeckt ihr verschiedene Dinge. Zum einen könnt ihr einen Fehler gemacht haben, weil ihr es einfach nicht anders gelernt habt, so zu handeln, weil es konditioniert ist. Das heißt, ihr entdeckt wieder eine Konditionierung. Ihr werdet euch wieder
der Problematik der Konditionierung bewusst. Und umso häufiger ihr euch bewusst werdet über eine Problematik, umso mehr habt ihr den Wunsch zu sagen, hey, da will ich was ändern, das ist doch mein großes Problem, schon wieder die scheiß Konditionierung. Na? Das erkennt ihr dadurch, wenn ihr Interesse habt an den Fehlern. Und ihr werdet zu einem Forscher, ihr werdet zu einem Entdecker, wenn ihr Interesse entwickelt. Und Forschungs- und Entdeckungsdrang. Die wenigsten von euch werden wahrscheinlich tatsächlich wirklich Forscher sein, aber jeder war mal Forscher. Und zwar in Kindheitstagen. Da haben wir geforscht, was es nur geht. Und wenn es nur darum ging, zu schauen, was hinter dem Busch ist. Oder ob in dem Müllcontainer vielleicht irgendwas liegt, was ich gebrauchen könnte. Oder was auch immer. Als Kind war man Forscher. Da war man Entdecker. Und das hat Spaß gemacht. Und uns hat es wahnsinnig Spaß gemacht, gewisse Dinge zu entdecken, die auch keinen Wert haben. Alleine schon das Forschen an sich. Diesen Entdeckerdrang in sich zu spüren, das ist Leben, das sind Erfahrungen. Und genau das könnt ihr ohne Ende haben, wenn ihr Fehler macht. Fehler machen ist so wichtig. Macht Fehler, Fehler ohne Ende. In Amerika, das beste Beispiel, ich hatte das schon eingangs in der Schule erwähnt. In Amerika ist es so, da ist ein Business-Seminar, kommen die Leute rein und dann erzählen sie von ihrer Geschichte. Und dann sagen sie, also ich habe mich probiert als, habe in diesem Themengebiet probiert, bin gescheitert, in dem probiert, habe ich probiert, gescheitert, ich habe das aufgebaut, gescheitert, ich habe Franchising gemacht, habe das versucht, das Unternehmen zu halten, bin gescheitert, bin gescheitert, bin gescheitert, bin gescheitert, bin gescheitert, bin gescheitert, 10-mal gescheitert. So, die Reaktion aller Anwesenden hat, boah, du hast echt was erlebt, von dir können wir was lernen und es ist richtig geil, dass du immer weiter, zack, 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 du bist ein Fundus an Wissen, weißt du? In Deutschland kommt einer rein und sagt, ich bin gescheitert, ich bin gescheitert, gescheitert. Da denkt man so, ja, also mit dem brauchen wir ja gar nicht reden, der hat immer gescheitert. Ne? Der geht in der Schule, schlecht, 0 Punkte. Aber warum ist er gescheitert? Was hat er für Erfahrungen gemacht? Und er hat Erfahrungen gemacht, weil er verschiedene Dinge gemacht hat. Das ist so ein unglaubliches Reservoir an Wissen und an Potenzial, was man anzapfen kann, wenn man zu diesen Menschen geht und sagt, hey, erzähl mir mehr darüber. Warum bist du gescheitert? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Und genau das ist das, was in unserer Gesellschaft dann eben auch ja, in Gesprächen immer wieder zutage tritt. Und ich kann da gar nicht mehr an solchen normalen gesellschaftlichen Gesprächen partizipieren. Wenn dann die Leute erzählen, ne, was hast denn du so erreicht? Und die Leute von ihren Erfolgen erzählen. Es gibt nichts Langweiligeres als Menschen, die von ihren Erfolgen erzählen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber wenn ich jemanden zuhöre, der so eine Art Lebenskünstler vielleicht ist und das mal probiert hat und das mal probiert hat und der aber total entspannt ist und total eine ganz tolle Ausstrahlung hat, dem höre ich zu, mit dem verbringe ich den Tag und für mich ist nur das nächste Jahr. Weil das sind einfach Menschen, die tatsächlich etwas drauf haben. Menschen, die tatsächlich Erfolg haben, indem sie zufrieden sind, indem sie Erfahrung sammeln. Und das ist nämlich genau das, was einen zufrieden macht, Erfahrungen. Weil das ist Leben, das ist eine gewisse Dynamik, das ist eine gewisse Energie. Das ist nicht dieses Hamsterrad, von dem jeder spricht. Ja? Sondern das ist pures Leben. Fehler ist pures Leben. Es gibt nichts Schöneres als Fehler. Es gibt nichts Schöneres als zu scheitern. Ich appelliere an dich. Mach Fehler. Scheitere. Probier Sachen aus. Fang irgendwelche Dinge an, wo du genau weißt, das funktioniert nicht. Aber dann analysiere dir, warum hat es nicht funktioniert. Was kann ich besser machen? Und vielleicht war es nur eine Erfahrung, aber man kann das dann wieder für was ganz anderes benutzen. Ne? Das sind solche Sachen. Gutes Beispiel, der Gründer von Apple, Steve Jobs, ich habe da schon mal ein Video zu dem gemacht, der hat sein Studium, in seinem Studium hat er aus Interesse, hat er einen Kurs belegt, oder ich glaube der hat sogar das Studium abgebrochen und hat dann, weil er Bock hatte, einen Kurs in Kalligraphie belegt, um einfach, ja, weil die Erfahrung machen wollte, so, und ist mit dem Studium gescheitert und hat dann eben ja, einen Kurs in Kalligraphie gemacht, also in Schönschreiben. So, und letztlich, ja, er wusste, das macht vielleicht gar keinen Sinn oder sowas, oder das bringt mich nicht weiter. Aber irgendwann, und da war der Punkt, wo dann Apple gegründet wurde und so weiter, war das der erste Computer, der eine richtig schöne Schrift hatte. Und da kam das wieder rein. Das heißt, ihr wisst manchmal gar nicht, warum ihr etwas tut. Ne? Und das ist genau das. Lebt einfach, macht Erfahrungen. Also das ist ein Thema, ich könnte euch noch 30 Minuten davon erzählen.
Aber es ist einfach, ich glaube, den Punkt habe ich gebracht und ja, macht Fehler. Macht Fehler!